Heute wird genäht hinter Türchen 14. Nein, natürlich nicht. Wir bleiben bei Aquarell bzw. bei Wasserfarben, wasserbasierten Farben. Aber ich möchte heute mit euch ein kleines Filzherz, ein kleines genähtes Filzherz machen. Und ja, das ist hier in verschiedenen Rottönen. Heute haben wir mal sogar tatsächlich ein kleines Lettering dabei, aber auch ganz, ganz simpel, gar nichts Kompliziertes. Einfach nur ein paar große Druckbuchstaben. Und ja, wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt mal. So, jetzt brauchen wir erstmal ein Herz. Ihr könnt euch ja als gedankliche Linie vielleicht so eine ganz vorsichtige Mittellinie einzeichnen, dass eure beiden Herzteile ungefähr symmetrisch werden. Muss aber natürlich auch nicht. Es wäre schön, wenn es hier unten rund ist, ne? Weil es soll ja wie so ein kleines genähtes Herzkissen sein. Also kann das ruhig ein bisschen runder sein. Ich mache mein Herz hier ganz traditionell in Rot. Ich werde hier wieder so eine Mischung aus Echtrot und Krapplack nehmen. Ob ich jetzt hell oder dunkel nehme, das weiß ich noch nicht. Ich glaube, das machen wir wie gestern mit dem Tannenbaum. Wir werden das in so einer Nass-in-Nass-Technik machen. Und da können wir auch verschiedene Rottöne nehmen. Drin habe in der Mischpalette. Echtrot und Krapplack. Ah, das muss noch ein bisschen farbintensiver werden. Dann werden wir mal direkt jetzt hier in die Mischpalette gehen. Also Echtrot. Und Krapplack hell habe ich jetzt hier. So, das lassen wir jetzt mal ordentlich trocknen. Und dieses Kissen ist mit, jetzt fällt mir die Naht nicht ein. Der Rand hier ist mit einem Schlingstich genäht. Ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt, das habt ihr bestimmt früher. Also ich habe das früher tatsächlich in der Schule gelernt. Und da haben wir so zwei gleiche Filzformen aufeinander gelegt. Und dann hat man den Rand so aneinander genäht, wo die Naht auch richtig schön außen zu sehen ist. Und trotzdem zieht sich das ja dann am Rand so ein bisschen zusammen. Das heißt, ich würde den Rand hier einfach ein bisschen dunkler nachmalen. Also auch gar nicht vielleicht unbedingt, na doch, eigentlich schon flächig und nur damit sich das so abzeichnet, dass dort so ein Rand ist. Auch den nochmal gut trocknen lassen und diesen Rand, damit das jetzt natürlich besser zur Geltung kommt, nehme ich weißes Garn. Also ich nehme weiße Farbe. Ich habe die ja hier in meinem Kasten drin. Da mache ich so ein paar Tropfen weiß Wasser rein. Und nehme dann hier meinen super dünnen Pinsel. Man könnte jetzt natürlich auch eine andere Garnfarbe nutzen, aber Weiß kommt hier halt auf dem Rot super zur Geltung. Wenn ihr eine hellere Farbe habt, könnt ihr natürlich auch Schwarz nehmen und dann zeichnen wir hier einfach nur die Linien an den Rand, die das Garn imitieren sollen.
So. Und ihr könnt jetzt hier in die Mitte auch gerne natürlich noch was reinschreiben, ne? Oder was Kleines reinzeichnen. Das könnt ihr natürlich auch noch machen. Man hätte natürlich auch mit einem Maskierstift oder Maskierflüssigkeit ein bisschen was rausnehmen, also ein bisschen was vormalen können mit dem Maskierstift. Aber das ist, finde ich, jetzt so gar nicht schlimm. Ich würde das jetzt hier ganz simpel, also gar nicht groß irgendwie eine Form von Handlettering reinbringen, sondern hier einfach ganz einfach einen Druckbuchstaben, als wenn die vielleicht auch aufgestickt sein könnten. Frohes Fest reinschreiben. Und dann könnte das doch glatt das Lebkuchenherz vom Oktoberfest sein, nur als gesticktes Filzherz zu Weihnachten. So, ich schneide das jetzt noch aus. So, und da haben wir Anhänger Nummer 13 fertig. Stimmt gar nicht, Nummer 14. Nummer 14. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Ich finde auch so kleine, einfache Illustrationen können halt einfach auch ein bisschen so aufpeppen, ne? Und ja, zeigt mir eure Ergebnisse in den sozialen Medien. Hashtag Lillys Adventskalender 2021. Markiert mich mit @lillys.berlin und ich freue mich auf eure Ergebnisse. Habt einen schönen Tag und ja, macht's gut.